Kreuzlied, la 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 la, dam, bam, bam, bam. Brauchen wir irgendwas davon? Eine Lebensflasche, eine Heilflasche, ein paar Orangenbonbons. Das war's. Weißt du irgendwas über Flugmaschinen? So eine Maschine zu bauen, wäre ganz schön schwer. Ich habe 4 Stück davon. Mein Bruder hilft mir irgendwo mit. Er ist ein fauler Trottel. Weg da! Hier renne ich! So, zuletzt wurden die also in Oizlik gesehen. Dann badam. Ich will fett Kohle machen. Mein Kumpel macht eine Menge Geld. Er ist Händler in Venezia. Kauf mir einen Apfel! Nö. Ich will mehr essen, füttere mich! Kann er knicken, ey. Ich glaube, ich habe ihn schon damals gefüttert. Das ist das Forschungszentrum. Verdammt. Na. Das ist eine Regierungseinrichtung. Wow. Wäre ich nie drauf gekommen. Ich arbeite an einer Maschine, die Geräusche und Töne einfangen kann. Mein nächstes Projekt ist ein viel größerer Airbus mit Platz für über 50 Passagiere. Da suche ich die verschiedenen Eigenschaften des Lichts. Die Airbus fliegen mit Hilfe von Magnetfeldern, mit denen sie sich von dem Erdmagnetfeld abstoßen. Wie wir herausfinden, funktioniert ein Hexenbesen nach dem gleichen magischen Prinzip. Wir haben nach Rohöl gebohrt, aber als nach einigen Unfällen Menschen starben, hörten wir auf. Schade. Wir untersuchen die Magie, die Midgard vor über 1500 Jahren gebrauchte. Nachdem die Mystikkanonen zerstört waren, erhob daraus die ganze Stadt Midgard in den Himmel. Ach, das ist mit der passiert. Wär's mit dem Kaffee? Ich will eigentlich mal schnell diese Eltern finden. Ich glaube, so schnell finde ich die nicht. Wo geht's hier lang? Ich weiß nicht weiter. Das ist das Schlafzimmer. Wir bleiben Tag und Nacht hier. Ja. Hier mit dem Schloss eigentlich etwas. In. Ach, da ist der Typ. Ja, das letzte Mal wurden sie in Oizlik gesehen, aber. Wenn ihr was kaufen wollt, müsst ihr den Mann an der Theke ansprechen. Kann ich helfen? Ich fülle mal die heiligen Flaschen auf, auch wenn ich nur 2 verbraucht habe. Flasche. Items. Ich habe ja jede Menge Fragezeichen-Items. Twinkie, Seegras. Kurzbogen, toll. Wellenbogen. Okay. Also hier ist nix. Wollen wir noch nicht hier im Waffenladen? Hallo, herzlich willkommen. Du hast immer noch den gleichen Schrott wie eben. Was kann ich für euch tun? Nix. Also müssen wir jetzt, gehen wir mal ins Schloss. Vielleicht finden wir da Hinweise. Nur Idioten machen bei den Kämpfen mit. Ich bin so ein Idiot. Nur Waffen und Techniken sind erlaubt, Magie nicht. Bis zur 5. Runde gekommen. Ich habe alle geschafft. Entscheide dich jetzt. Wir sind Schisser, ich weiß. Viele Leute nehmen am Wettbewerb teil. Ja. Dieses Weiche hat Lampenfieber vor dem Kampf bekommen. Einfach armselig, echt. Mein Großvater sagte immer so etwas Seltsames. Rechts, unten, rechts, Angriff. Ich frag mich, was das heißt.
Frage mich, welchen Menschen und Monstern ich drin begegnen werde. Achtmal eine Folge zu gewinnen ist wirklich schwer. Ja. Das sagt er jedes Mal, aber er hat noch nie an den Kämpfen teilgenommen. Ich probiere das mal aus. Ach ja, hier ist die Arena. Ja, kein Bock nochmal mit all den Leuten zu reden. Ey, kann man hier nochmal teilnehmen? Das wäre Selbstmord. Ich meine, wenn dann noch härtere Gegner kommen. Nein, danke. Da tue ich mir dich an. Aber ihr dürft nicht teilnehmen, blablablub. Wow, die sind total stark. Sogar die weiblichen Kämpfer. Oh, ich habe zwei starke Frauen hier im Team. Der König hat einen guten Rat zu den Bürgern. Deswegen ist das Schloss ein öffentlicher Platz. Der König wird gleich da sein. Aber denkt nicht mal im Traum daran, etwas zu stehlen. Ich doch nicht. Das ist gemacht, König. Also mach nichts dreckig. Der Kanzler ist ziemlich gesprächig. Na, kann ich mal hier bitte wieder raus? Danke. Was haben wir hier noch? Da sind die Kinder. Der König ist ein echter Bücher. Und jeder, der möchte, kann sich seine Bücher ansehen. Was ist das für ein Typ? Ich kann nicht glauben, wie hoch oben wir sind. Was für ein das Gästezimmer? Wir haben auch hier eine Bibliothek. Aha. Haben wir noch was Interessantes? Nö. Mensch. Wir sind äußerst Elitegarde, daher auch unsere schwarze Rüstung. Wir sind ziemlich elitär. Da haben wir keinen Führer, vorher hatten wir Malis und davor Miguel. Wer wird wohl der nächste sein? Fast jeder ist draußen und jagt Monster. Ja, ja. Ich suche eine andere Möglichkeit. Ich kann bestimmte Ränge an Krieger verleihen, die ungewöhnliche Aufgaben gemeistert haben. Du hast alle Kämpfe im Kolosseum gewonnen. Jetzt bist du ein echter Champion. Ja, warum nicht? Was hast du noch für mich? Letzter Zeit viel gekämpft. Daher werde ich dich Berserker nennen. Nö. Du hast das Schwert des Samurai. Er ist halt was aus dem Samurai. Das klingt doch auch interessant. Ah, oh, zwei Titelwechsel in 5 Minuten. 2 Minuten, wer hätte das gedacht? Oder 1 Minute sogar. So. Nö. Nö. Okay. Bleibe ich erstmal Samurai. Haben wir da noch irgendetwas? Frau, geh aus dem Weg. Nö. Reden wir mal mit dem König. Vielleicht weiß er was. Dann kämpfe ich vielleicht noch eine Runde. Hm, obwohl das eher fatal wäre. Bitte bleibt für eine Weile hier und ruht euch aus. Nö, also anscheinend kriege ich doch nichts in Euslied raus. Wahrscheinlich kriege ich erst 100%ige Infos, wenn ich rausgehe. Also Dausblatt mache oder keine Ahnung. Ah! Hier ist die Anmeldung für die Komponenten. Muss ich für den Kampf einschreiben? Ja. Viel Glück, Pedro. Ich lasse die Techniken so, wie sie sind. Mit diesem Ultraschwert und mit vielen mehr Leveln. Meine Damen und Herren, unser erster Teilnehmer! Ah, oh, Mikro ein bisschen weiter weg, also es klingt dazu brutal, ey. Sein Name ist Pedro Elvin. Er ist aus der südlichen Provinz. Gebt ihm einen ordentlichen Applaus! In der letzten Runde hat er sich gut geschlagen, aber wie sieht's in der nächsten aus? Da gibt's mehr Gegner! Hey, Pedro, mach sie fertig, du geiler Stier! Klar war ich alles fertig. Macht euch bereit für Runde 1. Ein Bär. Das ist ein Witz. Das ist ein Witz. Läppisch. Der nächste, bitte. Runde 2. Oh, doch was anderes. Bitte keine... Evil Weed. Bams. Soulforge. Soul Wave. Okay, die sind ein bisschen härter.
Soul Strike. Soul Forge. Das ist TP-Verschwendung, würde ich mal sagen. Willst du mich verarschen, ey? Stirb doch endlich! Gott sei Dank, ey. Was kommt als nächstes? Hilfe. Zeig's mir! Runde 3! Ach, der Kraken wird da, wie süß. Er ist ja wohl kein Gegner für mich. Soul Wave. Oh, oh, vergiftet. Ja klar, war ja klar, ey. Medizinflasche. So. Und eine Flammenflasche, damit es schneller Aua macht. So. Level up, schön. Bisschen mehr TP. Okay. Runde 4. Och nö, nicht schon wieder der scheiß Golem. War beim letzten Mal schon unausstehlich. Und ja, toll, meine Techniken. Was, willst du mich verarschen? Ich mach keinen Schaden. Das ist ja ein scheiß Witz. Der ist gegen Erde immun. Scheiße, keine Fahrt, nicht die richtige Waffe. Nein, scheiße. Jetzt muss ich mich von ihm töten lassen. Das gibt es doch nicht. Ah. Okay. Mach mal gleich weiter. Das muss sehr weh getan haben. Okay, machen wir jetzt weiter. Wir sehen uns gleich an der Stelle wieder mit der ewigen Klinge. So, wieder beim Golem mit der ewigen Klinge. Jetzt machen wir Schaden. Weil der ist ja Erde, ich hab ein Erdschwert, also... Yes, das gefällt mir nochmal besser. Wie viel HP hat der Penner überhaupt? ...20.000, willst du mich verarschen, ey? Ja, und die TP gehen weg wie nix. So, nur noch normale Angriffe. Tschüssi. Was kommt als nächstes? Viel Glück beim nächsten Mal. Runde 5. Och nö. Das ist echt nicht dein Ernst, ey. Ich hasse dieses Vieh. Okay, einfach nur Soul Wave. Dann sollte das schon gut gehen. Wie viel HP hat das? 29.000, na supi, ey. Wasserschwäche, ey. Interessiert mich. Wow. Ja, toll. Nur ein einziges Kack-Orangen-Bonbon. Wow, ey. Nein! Scheiße! Weg, 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 weg! Die waren Soul Strike. Und ein Teleport. Der macht mehr Aua. Tschüss. Aber kein... Fuck! Das ist ein Witz. Ich könnte dich mit gefesselten Händen besiegen. Runde 6! Eine Echse, wie süß. Für die brauche ich noch nicht mal Techniken oder so ein Scheiß. Vielleicht schlucke ich mal in der Zwischenzeit einen Apfelbonbon. Einfach nur mal schnell HP hochzuheilen. Verschwinde! Verschwinde! Okay, Junge, du hast nicht so... Du hast so gewollt, Flammflasche, Bams.